Hallo und herzlich willkommen zu den Trenchcoat Talkers. Mein Name ist Dela und bei mir ist der großartige Hendrian. Hallo Hendrian. Einen schönen guten Dingstag. Na? Na? Du bist wieder im Lande, du bist aus deiner Expedition zurück. Ja, und ich habe komplett vergessen, wie das mit diesen Podcasten geht, habe ich gerade festgestellt. Dann war es eine gute Expedition. Ja, wenn man die wichtigen Dinge des Lebens vergessen hat, war Urlaub A nötig und B gut. Ja, das ist richtig. Es hätte nur tatsächlich etwas besseres Internet sein können. Weil sonst hätte ich mich auch aus dem Urlaub schon gemeldet ab und zu mal. Aber Internet war eher schwierig. Ist ja auch schön, so eine, wie sagt man denn, IP-Entschlackung zu machen. Genau. Nein, es war sehr witzig. Wir waren ja in Polen. Wir waren in Uska. Das ist relativ weit oben Richtung, also weit, weit über Stettin. Hm? Stettin ist ja relativ nah an der Grenze und dann relativ weit oben. Relativ direkt an der Ostsee. Also in direkt an der Ostsee. Relativ weit westlich oder relativ weit östlich? Ich gebe dir mal eine Karte. Der deutsche Name wäre Stolpmünde, übrigens. Mhm. Auch wenn sie aus der Mode gekommen sind, ich finde, das sind alles so wohlklingende Namen. Diese ostpreußischen Städtenamen. Sag mal so, das sehen die Polen wahrscheinlich anders. Aber. Völlig richtig, sehe ich auch völlig ein, aber ich mag einfach den Klang dieser Städtenamen, ich weiß nicht. So, oder? Ich hab dir da mal einen Link gepostet. Aber das geht mir auch mit den ganzen Städtenamen so an der deutschen Ostsee so. Ich finde, die klingen ja einfach schön. Ah ja, okay. So genau. Quasi mitten drin an der Küste. Genau. Ich selbst war nicht am Meer, weil es war diesmal. Hm? Also, ich muss anders anfangen. Wir waren ja die letzten Jahre, ich zumindest, in Milno immer. Milno ist Großmilln, glaube ich, der deutsche Name. Das ist ein bisschen näher Richtung Grenze, also ein bisschen weiter unten. Und da ist halt wirklich von Hotel zu Meer 150 Meter. Mhm. Also halt wirklich rüber gesprungen. Hier war es ein kleines bisschen weiter weg. Wäre trotzdem zu bewältigen gewesen. Aber wir hatten Winter. Also so richtig Winter. Ja, ja. Und mit dem Schneeräumen und so weiter, das haben sie nicht so ganz raus. Also das war ein bisschen schwierig. Das wäre auch gegangen, aber mit Rollstuhl ist es halt scheiße. Ja. Weil erstens siehst du halt immer aus wie eine Sau und zweitens halt nass und unbequem. Und das ist ja auch noch das Risiko. Ich meine, klar, es ist an sich schon blöd, wenn es ein Jonas mal auf die Fresse legen würde. Mhm. Wenn es den auf die Fresse legt, während er mich schiebt, liegen wir beide auf dem Maul. Mhm. Das muss halt auch nicht sein. Ich hab deswegen eine... habe ich mich eigentlich 2 Wochen lang komplett in meinem Hotel vergraben. Mhm. Aber es war sehr nett. Ich habe eine technische Frage dazu, wo du das gerade sagst. Gibt es eigentlich für kalte Gegenden auch sowas wie Rollstuhlschlitten? Also, ne, dass man quasi die Räder durch Kufen ersetzt und jemand schiebt oder so? Also richtig Schlitten weiß ich nicht. Ich weiß aber zum Beispiel, dass der Björn entweder Ski oder Snowboard gefahren ist. Mit Rollstuhl. Okay. Also es gibt wohl Erfindungen, wo du die aufschiebst auf ein Brett deiner Wahl, nehme ich an. Ja. Wobei ich davon ausgehe, dass ein Snowboard ein breiteres, wahrscheinlich die sinnvollere Lösung ist, rein von der technischen Seite her. Hm. Und dann machst du da so Klemmschellen drum, damit es am Reifen quasi befestigt ist. Ja, ja. Und dann müsste das technisch gehen. Also, müssen Sie sich mit dem Björn unterhalten? Ich weiß, da hat er schon mal gemacht. Okay. Und ich weiß auch, dass es so lustige Schneemopeds gibt. Okay. Da ist so quasi, also es gibt ja auch für Rollstühle wie so Fahrraderweiterungen. Ja, genau. Auch elektrische, also mit quasi Zusatzantrieb. Mhm. Und das gibt's quasi auch auf Kufen für Schnee, dass du quasi so
wie heißt das? Nicht Wasserski, sondern Ski halt, aber halt. Ja, ja. Naja, Sie wissen, was ich meine. Ja. Witzig. Nee, aber es ist halt einfach. Gerade das Problem ist, mit Streusalz ist halt scheiße, weil. Ja, du hast sicher. Immer hier die Innenseite vom Daumen ist immer offen, weil du immer diese Verätzung von diesem scheiß Streusalz hast. Und treibst dich halt auch ständig auf und das ist alles Mist, das macht alles keinen Spaß. Ja. Naja, wir sind 15 Stunden hingefahren. Weil wir ja mit dem kleinen Seat nie gefahren sind, der hat ja nicht die ewige Reichweite. Ja, ja, klar. War aber trotzdem sehr entspannt, muss ich sagen. Also echt ohne große Probleme. Haben dann in Polen relativ viele Ladestopps gemacht, weil wir ja noch nicht wussten, wie es da so ist mit der Infrastruktur, beziehungsweise ob. Also wir wussten, die Infrastruktur ist da. Wir wussten nur nicht, ob sie funktioniert. Klar. Ja, das ist ja immer das Problem. Wir sind irgendwann nachts um 1 oder um 2 sind wir losgefahren. Wie gesagt, 15 Stunden, dann waren wir dann dort, haben noch ein Abendbrot gegessen. Das Essen war ja inklusive Frühstück und Abendbrot. Mittag hätte man auch noch dazu buchen können, aber das wäre doch übertriebener Ehrgeiz gewesen. Denn, ja, Menschen haben ja die Bilder gesehen. Das Essen war sehr, sehr gut. Und sehr, sehr viel. Also du hattest jeden Frühstück und jedes Abendbrot ein Buffet, ein richtig großes. Plus ein Obstbuffet. Plus ein Kuchenbuffet. Plus ein Suppenbuffet. Okay. Ja, ich gebe zu, das Suppenbuffet war mindestens gewöhnungsbedürftig. Liegt aber einfach daran, dass, glaube ich, bei den Suppen tatsächlich sie am ehesten noch sich getraut haben, ein bisschen in die slawische Richtung zu gehen. Ansonsten war das Buffet doch schon sehr westeuropäisch ausgerichtet, muss man sagen. Sehr viel Fleisch, sehr viel echt gut gemachtes Gemüse, also wirklich klasse. Immer irgendwie Reis, Nudeln, Kartoffeln, eigentlich alles, was du dir vorstellen kannst. Und wie gesagt, ein eigenes Kuchenbuffet zu jeder Mahlzeit. Und ich rede nicht von 3 Kuchen, ich rede von mindestens 10 Kuchen pro Mahlzeit. Das heißt, du hast eigentlich bequem ein 3-4-Gänge-Menü am Buffet dir zurechtfressen können. Genau das. Und ich möchte nicht sagen, wir haben das getan, aber wir haben das getan. Ihr habt das getan. Ganz sicher habt ihr das getan. Ja, also Buffet, wie stehst du zu dem Konzept Buffet? Prinzipiell stehe ich nicht gerne für mein Essen an. Das ist auch ein Problem, was ich schon während meinem Studium hatte. So Kantine und sowas, immer schwierig. Deshalb mag ich es sehr, dass meine Kollegen schon um 11.15 Uhr essen gehen wollen. Man steht nicht an. An sich Buffet, coole Sache, weil du hast immer Auswahl, kannst dir selber zusammenstellen. Ich verstehe Menschen, die sagen, ich gehe nur einmal zum Buffet. Warum soll ich denn mehrmals aufstehen? Bin allerdings selber ein großer Fan von, ich gehe lieber mehrmals und hole mir kleine, verschiedene, lustige Zusammenstellungen, weil ich dann alles mal probieren kann. Und nicht ein großes Kuddelmuddel auf meinem Teller habe, wenn ich das will, koche ich Lapskaus. Ja. Genau. Auch dazu eine Frage. Wenn du einen Teller hast mit, sagen wir mal, Fleisch, Gemüse, Sättigungsbeilagen, Gedönse, Zeug. Isst du das alles miteinander, durcheinander, miteinander oder hast du eine Reihenfolge? Generell würde ich sagen, ja, ich habe eine Reihenfolge, weil ich immer zuerst das, wie nennt man das denn? Das Hauptinteresse auf dem Teller, also quasi, wenn Schnitzel da liegt, das Schnitzel, immer erst das probieren werde. Als ersten Bissen, um zu gucken, wie das ist. Und dann wechsle ich eigentlich ständig zwischen dem Hauptaufmerksamkeitspunkt des Tellers und der Sättigungsbeilage. Das Gemüse nasche ich so nebenher und behandle es sehr stiefkindlich. Ich weiß nicht, das ist einfach so drin. Genau. Aber nicht, dass ich jetzt sagen würde. Es gibt ja auch diese gruseligen Menschen, die das wirklich, die quasi auf eine Gabel ein Stück Brokkoli, ein Stück Kartoffel, ein Stück Fleisch spießen müssen. Ja, mir wurde auch gesagt, dass das der richtige Weg wäre,
Ich habe in YouTube-Videos gelernt, dass das der richtige Weg wäre, ein Essen richtig zu essen, weil du dann das schmecken würdest, was der Koch sich dabei gedacht hat, als er das sich ausgedacht hat. Da es sich hier aber um eine Buffet-Mahlzeit handelt und der Koch keinen Einfluss darauf hat, was ich auf meinen Teller tue, kann ich das auch separiert essen. Ja. Weil ich finde das tatsächlich im Hirn sehr schwierig. Ich muss geeinzelt essen. Also, esse erst mein Fleisch, dann esse ich mein Gemüse mit Soße und dann die restliche Soße mit der Sättigungsbeilage. Weil ansonsten mein Hirn in sehr merkwürdige Zustände gerät. Wenn ich jetzt im Restaurant sowas bekomme wie, keine Ahnung, Mad Eagle auf einem Vanilleeisspiegel mit Chilifäden, dann wäre das durchaus was, wo ich sagen würde, ja, das probiere ich alles als Gesamtpaket, weil da hat sich dann irgendwer was, da hat sich der Autor was bei gedacht. Genau. Lies das Buch auch komplett auf einmal und nicht erst die I's und dann die E's und dann die K's. Ja, genau. Wenn ich aber einfach Buchstabensuppe bekomme, dann ist es mir überlassen, was ich daraus mache. Ja. Ja. Gut, weshalb ich auf die Ursprungsfrage kam mit dem Buffet. Ja. Weil jetzt musst du dir die Gesamtsituation vorstellen. Dela im Rollstuhl, wenn es hochkommt, 80 cm hoch. Buffet auf 1 Meter Höhe. Du bist dann Halbleiter. Genau. Wie wir in der letzten Hendrian, in einer der letzten Hendrianshallen gelernt haben. Genau. So. Jeder 80 cm Blickhöhe des Buffets 1 Meter. Prinzipiell schon mal schwierig. Dann ist das Problem, das Konzept Menschen und Essen. Ja, ich gebe dir Mensch, recht. Der Mensch an sich verliert ja seinen zivilisatorischen Anspruch an sich selbst, sobald Essen im Spiel ist. Genau das. Das Tier im Manne kommt sofort durch und die Frau ist nicht besser in dem Moment. Richtig, richtig. So. Das führt dazu, dass Dela, also sie hat ja einen Jonas dabei, das ist ja super. Das heißt, ich kann einfach nur die Schilder lesen. Jonas macht sagen, den Deckel auf und gibt mir was. Schaufelknecht, schaufele, ja. Genau. Aber das führt natürlich dazu, dass Dela mit ihrem kleinen Rollstuhl da durch die Gegend fährt und 25 Menschen plötzlich bei Dela auf dem Schoß sitzen. Weil sie gucken ja nur auf ihren Teller und sehen nicht, wo sie hinlaufen. Na klar. Aus diesem Grunde allein ist Buffet für mich rein sensorisch und organisatorisch ein sehr schwieriges Konzept. Buffet ist Krieg. Das. Aber bedauerlicherweise nicht Grabenkrieg, sonst hätten wir ja eine Chance. Richtig. So, naja gut, aber jetzt ist dieses Hotel in erster Linie gezielt auf Rentner, ältere Menschen. Wir wissen, Rentner, ältere Menschen essen sehr zeitig. Abendbrot vor allem. Ja. Jetzt musst du auch wissen, am Wochenende ist dieses Hotel rammelvoll. Okay. Wir waren ja jetzt in der Nebensaison. Besten, ja. Genau. Wir waren ja jetzt in der Nebensaison. Also das war eigentlich frischlich leer, kannst du sagen. Aber am Wochenende kommen halt die ganzen lokalen Gäste, sag ich mal. Was ja auch richtig ist. Genau. Aber demzufolge hast du halt wirklich an dem Buffet gesehen, am Wochenende wolltest du dort nicht sein. Außer du hast eine Figur wie Jonas, der dann einmal sich breit macht und dann, sag mal, den Effekt eines Schneepfluges hat, wenn er möchte. Ja, naja, also das war etwas spannend für mich, sag ich mal. Das Kuchenbuffet wurde aber recht sträflich vernachlässigt von den meisten. Das heißt, am Kuchenbuffet bin ich dann glücklich vor mich hin eskaliert, das war super. Ja, ja. Das war echt gut, also muss ich wirklich sagen. Und was die alles hatten, sie hatten so lustige Götterspeisekuchen und Muffins mit Füllung und Schokoladenkuchen mit Schokoladenbobbeln obendrauf und Kaffeekuchen, fantastischen. Dann hatte Jonas, ich glaube, eine Zimtschnecke oder sowas mit Mohn. Was ich ja konzeptionell sehr schwierig finde. Klingt jetzt erstmal, also Zimtschnecke gut, Mohnkuchen gut. Was soll schief gehen? Ja, kein Fan von Mohn halt. Deswegen. Ah, okay. Ja, doch, ich schon. Also schwierig. Aber
Also er war sehr glücklich, sagen wir es mal so. Dann hatten wir einen Brownie. Also es sollte offiziell ein Brownie sein. Effektiv war es ein 5x5 cm Stück Schokolade am Block. War sehr gut. Ja. Sehr fantastische Hefekuchen hatten sie mit Mandarine und Zeug und Sachen. Auch sehr großer Fan. Mhm. Naja, und dann, wie gesagt, war ja dieses Buffet. Wir kamen dorthin, haben unser Kärtchen vorgezeigt, dass wir ja eben kostenlos mitessen können. Standen am Buffet, da kam schon der erste Mensch auf mich zugesprungen. Ihr passt mal auf, sucht euch mal einen Tisch aus, wir reservieren euch den, damit ihr quasi, wenn ihr dann mit dem Rollstuhl kommt, quasi euch nicht komplett durch den Speisesaal brüllen müsst jedes Mal. Sondern dass ihr einen festen Tisch habt, der auch relativ nah am Buffet ist, dass ihr da nicht das Zeug durch die Gegend tragen braucht. Das ist löblich. Das war klasse, also das muss ich wirklich sagen, das hätte ich so nicht erwartet. Und das haben sie auch wirklich die kompletten 2 Wochen, also das Schild stand und da hat sich auch jeder dran gehalten. Also das ist jetzt nicht so, dass sich da irgendwelche Touristen dran gesetzt haben, weil sie gedacht haben, wir sind doch Gott und wir machen das jetzt. Da saß keiner. Also entweder hat es niemand versucht oder sie haben es wirklich verteidigt. Weiß ich nicht. Naja, und dann war ja an diesem Speisesaal gefühlt 200 Kellner. Die halt wirklich bei jedem Gang, die haben dir mehr oder weniger in der Sekunde, wo du aufgegessen hast, haben die dir den Teller geklaut. Du hast aber natürlich auch bei jedem neuen Gang einen neuen Teller gekriegt. Hm? Weil, das ist ja Befehl. Ja. Da habe ich wieder gemerkt, dass das für mich wieder sehr schwierig ist. Weil da haben wieder meine sozialen Regeln irgendwie versagt, glaube ich. Also, nein, anders. Ich bin immer noch sehr sicher, meine sozialen Regeln sind die richtigen. Das Benehmen meiner Mitmenschen hat mich irritiert. Leichtesten. Wenn du in so einer Buffet-Situation bist und die laufen da an dir vorbei und machen und tun und Zeug und dann kommen die und nehmen dir dein Glas, dein leeres weg und dein Teller und so. Mein erster Reflex ist, ich sage, vielen Dank. Oder nehme zumindest mit einem freundlichen Lächeln und Nicken Kellnerperson wahr. No. Ja, gut, das ist schön, dass du das sagst. Wir waren die Einzigen, die das gemacht haben. Dienstleister und ich bedanke mich für ihre Dienstleistung, das ist doch völlig normal. Genau das. Ich sehe ein, dass man die Argumentation haben kann, die machen ihren Job dann richtig, wenn du sie eigentlich gar nicht groß wahrnimmst. Die finde ich aber scheiße, die Argumentation. Ich weiß jetzt nicht, in dem Stress, den die haben, ob von mir dieses kurze Danke und die Reaktion, die von ihnen dann kommt, die effektiv sehr viel Zeit kostet und deswegen nervig ist. Das weiß ich nicht. Aber es hat mich wieder völlig irritiert, dass kein Mensch grüßt, danke, bitte, irgendwas sagt. Also genauso wie, mir fällt das bei uns auf Arbeit immer auf, es gibt bei uns vielleicht 2 oder 3 Kollegen neben mir, die das Reinigungspersonal begrüßen, wenigstens mit einem Hallo und Tschüss. Ja. Also, Leute, seid nicht so. Seid eben, nicht zu den Menschen, die um euch rum sind. Genau und das. Und seid ehrlich, Kantinenmenschen, vor allem Kantinenmenschen. Sind die Säule unserer Zivilisation. Habt die lieb. Ich wollte gerade sagen, Kantinenmenschen und Reinigungspersonal. Was glaubst du, wie der Laden aussähe, wenn es die nicht gäbe? Also wir sind alle ersetzbar. Nur Reinigungspersonal brauchst du wirklich. Richtig. Nein, aber also wirklich alle extremst freundlich, alle ganz lieb, kannst du überhaupt nichts meckern. Die Hausmeister, also weil die haben auch gerade Bauarbeiten im Hotel wohl, die Hausmeister, alle durch die Gegend gelaufen, alle mich gegrüßt, sämtliche Türen immer offen gehalten und ja, alles. Super. Also perfekt, wirklich perfekt. Lustig anscheinend, also mein Polnisch ist weiß Gott nicht gut, aber auch das, dass ich diese Menschen, die dort rumlaufen, von denen ich weiß, dass es Polen sind, dass ich die mit einem freundlichen Gentleman begrüße und nicht mit guten Tag, ist für mich eine Form von Basic Anstand. Ja. Ja.
findet auch nicht statt. Mhm. Hat lustigerweise dazu geführt, dass plötzlich Menschen nur noch auf Polnisch mit mir geredet haben. Mhm. Wo ich dann hilflos fuchteln musste und sagen, nur ein bisschen. Woraufhin die Menschen sehr gelacht haben und dann Englisch oder Deutsch mit mir gesprochen haben. Ja. Aber scheinbar die reine Tatsache, dass ich die auf Polnisch begrüßt habe und mich auf Polnisch bedankt habe, hat dazu geführt, dass sie dachten, sie könnten Polnisch mit mir sprechen. Ja, ich meine, es ist ja auch kein Aufwand, ne, dass man sagt, man guckt sich mal diese 3-4 Vokabeln an. Hallo, tschüss, danke, bitte. Genau das. Brichst du dir ja keinen Zacken mit aus der Krone. Ja. Ja, aber wie gesagt, offensichtlich ist es zu viel verlangt von der Menschheit. Naja. Dann haben sie hier ein fantastisches Spa. Okay. Mit drei Whirlpools, dann einem großen, ich sag mal, Spaßbecken. Wo du auch so Blubber-Dinge hast und so ein Herumbumm-Ding siehst, so ein Strömungskanal. Und hier so Wasser runterfall, Wasserfälle, Sachen. Und ein Salzbad, ein Sohlebad. Oh, geil. Wäre geil gewesen, hätte alles 5 Grad lauwarm sein müssen. Okay, also sie sparen auch Energie. War mir tatsächlich zu kalt. Jonas auch übrigens, also es lag nicht nur an mir. Entschuldigung. Das war aber auch echt klasse. Was mir sehr gefehlt hat, waren die beheizten Liegen. Okay. Weil im anderen Hotel haben die so Steinliegen, die intern beheizt sind. Also ich nehme an, dass die das warme Wasser, mit Rohren durchleiten, dass diese Steinliegen von innen bewärmt sind. Das hat ein bisschen gefehlt. Ja. Dann war ich in der Sauna und habe wieder festgestellt, das Konzept Sauna ist nichts für mich. Weil, das Prinzip Ruheausstrahlen an sich ist mir ja schon nicht gegeben. Das Prinzip Ruheausstrahlen in warmer Umgebung, in der Menschen erwarten, dass du nicht einschläfst. Schwierig. Das ist ein Jonas. Hallo Jonas. Hallo Jonas. Hallo Adrian. Schatz, wie hieß das lustige Mondding, was du so gut fandest? Was war das? Eine Zimtschnecke oder? Mondschnecke. Eine Mond. Aber da war doch noch irgendwas dabei. War das nicht? Hast du nicht was von Kokos? Das ist den Kokos-Mondkuchen? Nein, ich meine den Kokos-Mondkuchen. Natürlich meine ich den. Ja. Das war sehr, sehr gut. Ja, Mondkuchen ja. Immer gut. Kokossachen auch gut. Mond, Kokos zusammen. Ja. Mir gefällt, wie du denkst. Okay, gut. Ich mach Klinker. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ja, das Einzige, was ein bisschen problematisch war, Höhen. Generell Höhen. Also jeder Tresen, den die haben, ist mindestens 1,20 Meter hoch. Alleine wäre es schwierig geworden. Ich hatte ja, wie gesagt, den Jonas mit, das war also kein Problem. Alleine wäre es schwierig gewesen, weil du dich permanent nur mit Holzpaneelen unterhältst. Was ist das? Das sind Ausbildungsunterlagen, kann ich keinen Weg machen. Bis dann. Ja, und das zweite Ding war halt, sie hatten eine Umkleide für Rollstuhlfahrer, dass du auch direkt ins Bad durchfahren konntest. Blöderweise war die halt immer zugeschlossen. Das heißt, du konntest reinfahren, du konntest aber nicht mehr durch bis ins Bad fahren. Was dazu führte, dass halt immer jemand außen rumlaufen muss und dem Bademeister Bescheid sagen. Was aber natürlich auch nicht gehen würde, wenn du alleine bist, weil... Ich verstehe. Ja, schwierig. Also mit dem Bad muss ich sagen, an sich, wenn du so fit bist und auch aktiv viel rumwuselst im Wasser, dann ist es cool. Dann ist es wirklich geil. Für Kinder perfekt. Für Dela ist etwas zu unentspannt. Ja. Naja, ansonsten ziemlicher Kulturschock, weil
dieses Hotel eigentlich deutlich über unsere Preisklasse. Okay. Also wir kamen nach 15 Stunden rangiert aus unserem Auto gepurzelt. Und es begrüßte uns ein freundlich lächelnder Mensch mit einem goldenen Gepäckwägelchen. Was dann so der Moment war, wo ich verwirrte Blicke mit dem Jonas wechselte und dachte, ich bin mir nicht sicher, ob ich in meinem Leben schon mal in einem Hotel mit einem goldenen Gepäckwägelchen war. Die wichtige Frage ist ja, durftest du mitfahren auf dem Gepäckwägelchen? Nein, also hätte ich gedurft, nehme ich mal an. Wir haben uns tatsächlich beide nicht getraut, überhaupt dieses Gepäckwägelchen in Anspruch zu nehmen, weil wir dachten, das ist für reiche Leute und wir sind das nicht. Ja. Also, es war halt ein Fünf-Sterne-Hotel, ne? Musst du halt dazu sagen. Also, deutlich über unsere Preisklasse, eigentlich. Aber wie gesagt, Nebensaison und ordentliches Reisebüro, bei dem wir Stammkunden sind, ist Frühbucher-Rabatt, also das war okay. Aber wir haben uns deplatziert gefühlt. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema. Ich meine, wir waren ordentlich angezogen, aber halt nicht. Dann kommst du wieder zu der Bandbreite der Menschheit. Da sind Leute im Schlafanzug in dieses Buffet gestuft. Okay. Wo ich auch sagen muss, sportlich. Also, ich habe jetzt wirklich wenig Gefühl für diese Dinge, aber finde ich sportlich, muss ich sagen. Idee würde ich nicht kommen. Also nicht nur, weil ich keine Schlafanzüge trage, sondern auch, das kommt mir einfach unpassend vor. Ja. Ja. Ich meine, es gibt doch für jeden Zweck die richtige Arbeitskleidung und der Schlafanzug ist nicht fürs Buffet gedacht. Genau das. Dann will ich doch was Abwaschbares haben. Aber das war ja das eine Ende des Spektrums, die Leute im Schlafanzug. Das andere waren halt die, die da wirklich in Gucci-Klamotten und Anzug und Goldkettchen und allem da saßen. Ne? So, rein von der Studie der Menschen, als Anthropologie-Studie. War der Urlaub hier fantastisch, muss ich echt sagen. Also, sehr gut. Naja. Ansonsten sehr viel Cocktails getrunken. Cocktails sehr gut. Lustigerweise kein Zimmer. Also, sie hatten Zimmerservice. Zimmerservice allerdings machte einen sehr verwirrten Eindruck. Weshalb es da nicht zu finalisierten Bestellungen kam. Aber ein sehr hübsches Café oben im Dach, wo du auch wirklich so rundum Panoramablick hattest und so. Das war sehr nett. Das ist nicht die Richtung, wo ich dachte, wo das jetzt hin abbiegt. Weil wenn Dela aus dem Urlaub berichtet und sagt, und da war eine sehr hübsche, hätte ich nicht mit, war ein sehr hübsches Café, sondern eine sehr hübsche Kellnerin oder sowas. Ja, die sehr hübsche Kellnerin war in diesem besagten Dachcafé. Ah, okay. Die war auch sehr, sehr lieb. Hm? Sehr, sehr freundlich. Und sehr, sehr hübsch. Hm? Also auf dem Level, dass Jonas und ich beide entsprechend angeschlagen haben. Aber ja. Auch da, liebe Freunde, Kellnerinnen sind tabu und allgemein Servierpersonal und Menschen auch und Personal generell macht man nicht. Weil die müssen freundlich zu dir sein. Punkt. Lieb sein, anlächeln, gut Trinkgeld geben. Dann merkt die sich vielleicht, dass du ein ordentlicher Mensch bist. Aber ansonsten sei kein Arschloch. Die haben keine Wahl, als freundlich zu dir zu sein. Aber sie hat mir sehr schmackhafte Speisen gebracht und sehr lustige Cocktails. Okay. Ich hatte einen Pornstar Martini. War ein sehr lustiges Getränk, ich glaube mit Maracuja-Saft, Azur, Eiweiß, Eiweiß, Sekt und noch irgendwas. War sehr skurril, gut. War aber. War wirklich gut, muss man echt sagen. Und okay. Das scheint tatsächlich dort drüben auch ein Ding zu sein, dass die, sehr viel Ei an Cocktails machen.
Ich habe das schon mal gelernt wegen Dessertwein. Bei Dessertwein machen das wohl Menschen auch. Weil du durch das Eiweiß den Alkoholgeschmack irgendwie ein bisschen rausdrückst. Mhm. Also der wird dann quasi weicher im Geschmack. Mhm. Mhm. Und das ist wohl auch der Gedanke bei den Cocktails. Aber wirklich klasse, also kann ich gar nicht sagen. Okay. Naja, und Panna Cotta, sehr, sehr gut Panna Cotta. Ein sehr fantastisches Club-Sandwich. Ich bestellte ein Club-Sandwich an der Bar. Weil es war Freitag, der letzte Abend vor Abreise. Und wusste, Freitag, Wochenende, da werden 1000 Menschen sein. Also keine Lust aufs Buffet. Und dann kam der mit einer Platte, die so groß war wie ich. Und da waren 4 Stücken Club-Sandwich drauf. Mit Zwiebeln und einer sehr guten Soße und Hähnchenfleisch und Bacon und Gürkchen und allem. Das war fantastisch. Geil. Ja, naja, und ansonsten haben wir sehr viel Karten gespielt eigentlich. Mhm. Hab Jonas Offizierskarte beigebracht. Mhm. Was lustig ist, weil ich selber seit 20 Jahren kein Offizierskarte mehr gespielt habe oder so. Bestimmt nicht. Ich habe in Twitter Remote mit Leuten Offizierskalt gespielt, aber ich glaube, das gültet nicht. Ja, das war sehr lustig. Und gestern Abend sind wir dann wieder heimgefahren. Mhm. Genau. Und kamen dann gestern 23 Uhr wieder zu Hause an. Sehr gut, sehr gut. Das klingt alles in allem nach einem wirklich entspannten Urlaub. Ja, also wir haben wirklich sehr viel rumgelegen, sehr viel gepennt. Mhm. Und ich glaube, wir hatten ja beide noch bis kurz vor dem Urlaub die Pest. Mhm. Ich glaube, das war auch bitter nötig, weil... Also ich merke immer noch, ich bin immer noch nicht hundertprozentig wieder da. Mhm. Sowohl was Hirnkapazität als auch körperliche Kapazitäten angeht. Mhm. Und ich glaube, Jonas hat es auch nicht schlecht getan, dass er wirklich mal 3 Wochen lang in erster Linie wirklich rumlag und nicht viel gemacht hat. Ja. Ausgezeichnet. Aber ich denke, nächstes Mal werde ich wahrscheinlich mit dem Jonas, wenn er will, wieder in das andere, also wieder nach Milo fahren. Mhm. Weil da eben, wie gesagt, die Wassergeschichte für mich sehr viel einfacher ist und... Was mir halt auch ein bisschen gefehlt hat, das war halt wirklich sehr westeuropäisch ausgerichtet. Mhm. Milo ist ein bisschen slawischer angehaucht. Also da kriegst du halt beim Frühstück auch wirklich mal Pelmeni oder Knödel mit Frucht oder sowas. Mhm. Oder, ne? Natürlich die obligatorische Milchsuppe gab es überall. Das, so wie sich das gehört. Ansonsten, es gab halt noch so Freizeitangebote wie Squash oder Bowling oder Billard. Was ja, also das war auch teilweise im Preis mit drin. Mhm. Jetzt ist halt nur das Problem, ich kann es mit Jonas nicht spielen, weil ich bin zu klein für den Billardtisch. Ich hätte uns auch neue Freunde gewonnen, sag ich mal, die mit uns spielen. Aber ich glaube, da war Jonas nicht sonderlich begeistert von dieser Idee. Deswegen haben wir das dann doch sein lassen. Hm. Verstehe. Aber ansonsten waren wir natürlich innerhalb von 3 Tagen wieder an dem Punkt, dass mich das komplette Hotel gegrüßt hat. Mhm. Also inklusive der Gäste. Und mich jeder kannte. Und mich Menschen... Ah ja, ich habe mir übrigens die Haare gefärbt. Was dazu führte, dass ich beim Abendbrot 3-mal angehalten worden bin und gesagt bekommen habe, ach, du hast ja neue Haare, sieht aber schön aus. Ach, wo ich mich sehr gefreut habe, aber ja. Was halt auch wieder sehr symptomatisch ist, weil ich bin mir sehr sicher, dem Durchschnittsmenschen geht das wahrscheinlich nicht unbedingt so. Sehr gut, sehr gut. Unser Pluspunkt, es gab ein Raucherzimmer. Also mhm. Wir mussten quasi nicht draußen im Hof rauchen, sondern gab ein beheiztes, luftgefiltertes Raucherzimmer. Sehr schön. Ach. Prima, prima.
Ja, das heißt. Sind wir natürlich mit einem großen Vorrat Cabanossi nach Hause gekommen. Ah, okay. Und einem Topf Mayonnaise. Ihr hängt nicht so an euren Herzkranzgefäßen, oder? Ach. Nein, aber du kennst doch Life of Boris. Mhm. Und er ist der festen Überzeugung, polnische Mayonnaise ist die beste. Mhm. Ich würde ihm an dem Punkt auch nicht unbedingt widersprechen. Okay. Aber deswegen haben wir einen Topf Mayonnaise gekauft. Willst du damit sagen, ich soll mal in den osteuropäischen Spezialitätenmarkt gehen und da mal ein Glas Mayonnaise mitnehmen? Naja, du musst halt aufpassen, dass du... Also, osteuropäische Spezialitäten, generell kein Fehler. Grundsätzlich nicht. Meide sowjetische Schokolade. Ich habe es auch in diesem Urlaub wieder probiert, es ist nicht gut. Okay. Gummibärchen sind okay. Gummibärchen kann man essen. Die zu viel Sägespäne in die Schokolade rühren? Oder was, ich habe keine Ahnung, aber wenn du als Kind mit diesem Zeug schon groß geworden bist, wie ich. Okay. Diese ganze Ostblock-Schokolade, die es gab, hat einen ganz bestimmten Geschmack und eine ganz bestimmte Haptik. Okay. Die schmeckt für mich, als wäre Sand drin. Das ist, glaube ich, falsch. Hoffe ich. Jonas schmeckt das zum Beispiel auch überhaupt nicht. Mhm. Oder anders. Das schmeckt wie unraffinierter Zucker. Als hast du da noch Zuckerkristalle drin. Okay. Das heißt, ich sollte allein aus Kuriosität mal das vielleicht mal probieren, aber nicht unbedingt mein Herz dran verlieren wollen. Naja, ich meine, wenn du dein Herz dran verlierst, dann hast du es halt verloren. Da kann man ja nichts machen. Aber ja, Süßigkeiten, wie gesagt, grundsätzlich sehr schwierig, weil Schokolade meiner Meinung nach meiden. Die ist auch 30 Jahre nach der Wende, 33, 34 Jahre nach der Wende, immer noch nicht gut. Die ist immer noch genauso gruselig, wie sie war, als ich Kind war. Mhm. Gummibärchen, wie gesagt, okay. Gummibärchen voll okay. Chips ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Die haben sehr viele lustige, kreative Sorten. Okay. 95% davon sind sehr, sehr gruselig. Okay. Wir hatten jetzt, also das Konzept Salzchips ist dir ja bekannt. Mhm. Wir hatten Chips mit Salz und Butter. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ist das der Qualitätsfilter in meinem Gehirn, der eingesetzt hat, oder? Es ist gar nicht so cool. Also, ich habe es mir eigentlich geil vorgestellt, weil Butter gut, Salz gut, Kartoffeln gut, was soll schief gehen? Für mich hat es eher nach ranziger Butter geschmeckt. Das wäre jetzt auch meine Befürchtung gewesen, ja. Jonas fand sie gut. Okay. Also, auch das wahrscheinlich Geschmackssache. Mhm. Dann hat er irgendwelche lustigen mit Barbecue-Hähnchen Geschmack. Ah, da bin ich sowieso kein Fan von. Da bin ich überhaupt kein Fan von, aber auch die fand er gut. Mhm. Aber also da gibt es sehr lustige Sorten, aber ein Großteil davon ist sehr merkwürdig. Cabanossi natürlich sofort kaufen, weil Cabanossi ist Lebenselixier. Naja, und wie gesagt, ansonsten polnisches, russisches Bier jederzeit, also. Mhm. Mhm. Ja. Überlegen, ob ich jemals polnisches Bier getrunken habe. Ich glaube nicht. Mhm. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. Es kann beides heißen, ich habe es getrunken oder ich habe es nicht getrunken, aber. Ich sag mal so, ich bin ja hier eher kulturell mit tschechischem Bier aufgewachsen. Also so Breschnack und diese Sachen. Haben wir ja hier viel. Mhm. Aber polnisches Bier voll okay. Also kann man machen. So rein aus dem Bauch raus hätte ich gesagt, tschechischem Bier kann man auch trauen. Ja. Aber ich glaube, polnisches Bier habe ich noch nie probiert. Muss ich mal gucken, ja. Also ich sag mal so, je nachdem, was du kaufst, ist polnisches Bier halt billiger in Polen als Flaschenwasser. Mhm. Sollte dir zu denken geben, aber mhm. Ja.
Nein, aber grundsätzlich. Und es gibt immer sehr lustige Mischgetränke mit Bier in Polen. Okay. Also so Cocktail, Bier mit Cocktailgeschmack. Kann gut sein. Ich erinnere mich allerdings auch an deutsche Biermischgetränke, die mir das Fürchten gelehrt haben. Mhm, ja. Andererseits bekam ich irgendwann mal von einer polnischen Restaurantbetreiberin ich weiß gar nicht, was es für ein, es war kein Pilz, es muss irgendwas weniger hopfiges, trüberes gewesen. Ich kann ja nicht mal sagen, ob es was Schwarzbieriges war oder was ich sag mal ein bisschen in Richtung Weißbier gehendes mit einem roten Beerensaft. Das könnte Johannisbeere gewesen sein oder sowas. Und das schmeckt wirklich gut. Okay. Mhm. So das Saure von diesem Saft mit der relativen Süße von diesem Bier, das hat gut gepasst. Ja, ich denke, das geht so Richtung Kirschporter, nehme ich an. Wie gesagt, das war halt durchaus was. Also ich hätte es gesagt, entweder war es ein Himbeer oder Johannisbeer. Mhm. Ja, Johannisbeer, glaube ich. Aber echt gut. Ich mir vorstellen. Aber ich meine, wo du so bei uns so das klassische Mixery hast oder sowas, wo halt irgendwie irgendeine Form von Limo, die machen das halt wirklich mit 3-4 Zusätzen. An dem Punkt, wo dann angefangen wurde, Bier mit Energy Drink zu mischen, kam es mir halt beim Geruch schon aus den Ohren wieder raus. Ja. Aber liebe Kinder, wenn ihr könnt und wenn ihr wollt, macht Urlaub in Polen. Es ist sehr schön, die Leute sind sehr freundlich. Wenn es von hier aus nicht so unangenehm weit wäre zu fahren, würde ich sagen, ja. Naja, aber ich meine, von dir aus ist es ja noch weniger weit als von uns aus. Nein. Ich habe 400 Kilometer mehr. Und jetzt sind doch rück zu über... Ja? Ah, okay. Erzähl. Hätte ich jetzt drauf getippt. Ich kann ja einfach mal. Ich habe ja noch den Link von dir offen. Ich tippe einfach mal. Routenplan hier. Nicht der Ort, wo ich wohne. Frankfurt, Berlin ist doch eigentlich nicht mehr allzu weit, oder? Berlin sind. Wir sind 8 Stunden gefahren. Oh, okay. Nee, dann ist es. Also, hier sagt der Routenplaner 1000 Kilometer. Ja, okay. Nee, dann ist es mehr als bei uns. Naja, also, ihr könntet ja durchaus. Quasi einen Zwischenlandepunkt und so. Es ist halt eine Strecke, wo du echt mindestens einen Zwischenhalt einplanst, ja. Ja, das ist richtig. Ja, ansonsten sehr viel Spaß mit polnischen Kindern gehabt. Okay. Next Level aber ja unlocked. Bist du sowieso so ein Kindermagnet? Okay, hattest du schon Feuer unter dem Topf, oder? Nein, ich war lieb. Sei nur ehrlich, wenn ich die Wahl habe zwischen Kind und Kuchen, nehme ich den Kuchen. Also. Hat ja auch weniger Knorpel, so ein Kuchen. Doch, genau das. Ja, nein, also die Kinder waren sehr fasziniert von mir. Mhm. Und auch wieder sehr irritiert, was das jetzt so genau sein soll, was da rumsitzt und macht und tut. Ich habe dich ja nur einmal quasi als Kindermagnet erlebt und das war schon sehr lustig. Aber ich muss halt immer wieder sagen, ich habe da nichts dagegen. Die Kinder dürfen das, das ist vollkommen okay. Wo ich sauer werde, sind die Arschlocheltern, die dann teilweise die Kinder dort mit Gewalt wegzerren, denen die Augen zuhalten und sagen, das ist böse, böse, böse. Mhm. Das ist was anderes. Die Kinder, die da an sich fasziniert rumstehen, überhaupt kein Thema. Ja. Und ich muss auch sagen, also... Ja, die Reaktion in Polen ist immer noch anders als hier auf einem Rollstuhl. Okay. Ich nehme, also das ist jetzt auch nur Theorie. Ich nehme wirklich an, dass das nicht unbedingt im Straßenbild so viel stattfindet. Mhm. Mhm. Wird hier auch nicht viel stattfinden, aber noch mehr. Jonas ist am Likörregal. Ja, ich bin da am gucken, was er rausholt aus dem Likörregal. Braunen Zucker.
Ah, wollte schon sagen, Alkohol in einer in einer braunen Tüte. Das neue Gesetze, von denen ich noch nichts weiß. Nee, ich sag mal, die Männer tatsächlich sind sehr freundlich. Die grüßen dich, die lächeln dich an. Hm? Die scheint das mit dem Rollstuhl relativ wenig zu interessieren. Hm? Die Frauen reagieren sehr sparsam, habe ich den Eindruck. Hm? Ich nehme an, das ist so ein, das könnte mein Kind sein. Hm? Dass die da empfindlicher drauf reagieren, weiß ich nicht. Ist mir aber jetzt über die 3 Jahre, die ich nach Polen fahre, immer wieder aufgefallen. Mhm. Dass die Männer deutlich anders reagieren als die Frauen auf so einen Rollstuhl. Interessant. Ja, und die Kinder, wie gesagt, ne? Das ist halt hier über auch so. Das ist, du hast halt innerhalb von wenigen Minuten eine Kindertraube um dich rum, die gegen Papas und Hüpfe und Regale laufen und nicht wissen, was das jetzt genau sein soll. Aber auch da, also keine total blöden Reaktionen. Also niemand, der dich jetzt irgendwie doof anmacht oder so. Das überhaupt nicht. Aber einfach eine gewisse Distanziertheit bei den Frauen und ein freundlich wohlwollendes Interesse bei den Männern. Auch das hat Jonas sehr amüsiert teilweise. Ich kann mir das ja dann aber auch nicht verkneifen, das ist ja das. Wenn das so ein kleines, wirklich kleines Kind ist, das gerade so laufen kann, dann muss ich dem ja winken und dann muss ich mich ja mit ihm unterhalten. Aber die sind doch niedlich und sind ja nicht meine, die gehen ja wieder weg. Von daher ist es ja voll gut, aber... Und dann waren halt auch so ein Haufen kleiner Babys und dann musste ich halt mit den Babys spielen und ach. Ach ja. War ein ganz winzig kleines. War ganz, 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 ganz klein. Hey? Ich mag die. Die sind lustig. Ja, das werden auch mal Menschen, aber bis dahin ist noch viel Zeit. Oh Mann. Ja, ansonsten habe ich dem Weihnachtsmann seinen Schlitten geklaut. Ja, sie hatten so einen Dekorationsschlitten. War voll gut. Und dann habe ich überlegt, wenn da keine Zügel dran sind an diesem Schlitten, ist das dann quasi die Alternative zur Wegfahrsperre? Verstehe. Ach. Naja, und dann hatte ich ja sehr viel Spaß, weil auf der Hin- und Rückfahrt haben wir ja die Kollegen von Luft nach oben angehört. Liebe Grüße an der Stelle. Okay. Das ist ja Johannes Wolf und mir fällt auch nicht aber an denen haben wir sehr viel Spaß, also ich zumindest. Das ist eigentlich so für uns ein reiner Autopodcast. Okay. Hören wir sonst nie, aber immer wenn wir große Strecken fahren, hören wir das und spielen mit. Voll gut. Und dann haben wir natürlich alte Twitch-Streams von uns angehört, die du mir ja freundlicherweise als MP3 umgewandelt hast. Ja. Und auch das war sehr unterhaltsam. Wir sollten das wieder machen. Ach. Ist doch jetzt auch schon 3 Jahre bestimmt her, oder? Ja. Ich wollte schon sagen, weil ich müsste schon hier gewohnt haben. Du hast hier gewohnt, aber noch relativ frisch. Und auf der anderen Seite des Raumteilers gesessen, ja. Genau. Das war großartig. Ach ja. Und wir hatten damals schon das Telekolleg prophezeit. Ich finde es gut, dass es endlich dazu kam, dass man es umsetzen konnte. Ja, auf jeden Fall. Ach, ja. Was hast du denn in den 2 Wochen erlebt? Luft nach oben habe ich auch auf meiner Liste, wobei ich die nicht so regelmäßig höre, seit ich Esel und Teddy gefunden habe in meinem Podcatcher. Und
Großartig finde ich immer diese Podcast-Duell-Folgen, wo sie gegeneinander spielen. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wenn ich Esel und Teddy höre, ist lustig, weil du das eben mit dem Autofahren sagtest. Ich höre die eigentlich immer, wenn ich die Straßenbahn verpasse. Mhm. Weil dann laufe ich auf Arbeit und das ist dann quasi mein, Laufsupport? Nein. Nein, das höre ich halt dann beim Spazierengehen. Mhm. Wenn ich unter Zeitdruck spazieren gehe. Ja. Spielst du dann halt auch mit, oder? Ja. Oh. Meistens schon. Naja, mitspielen ist gut. Meistens fuchtel ich und rege mich auf, weil ich die Antwort schon längst weiß und sie. Ja, ach. Aber so ist es halt. Ich weiß immer alles besser. Ja, ich kenne das Problem. Was gab's bei mir so? Erstaunlich wenig, weil ich eigentlich nicht viel mehr außer Schlafen und Arbeiten gemacht habe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nach einer kurzen Rücksprache mit dir und ein bisschen süß gucken Platz auf deinem Server bekam für mein ich will es ja nicht mal Podcast nennen. Doch. Ach doch. Platz, wo ich Hirnfürze hinkippe. Naja, aber was anderes sind alle anderen Podcasts auch nicht, also. Wo ich endlich mal den ganzen Quatsch, der mir so einfällt, in Audioformat gekippt hinkübeln kann. Ja. Und dann war ich ja quasi unbeaufsichtigt 2 Wochen und habe sehr viel Unfug gemacht. Ja, ich habe es live mit angehört und habe sehr gelacht. Das war lustig. Wird Hendrix Halde. Hendrix Halde ist sehr gut. Macht sehr viel Spaß. Sehr gut würde ich nicht sagen. Oder. Aber sehr experimentell. Eigentlich hat es Spaß, auf jeden Fall. Sehr gut. Ach ja, und dann möchte ich mich noch aufregen über Dinge. Hm? Hm? Blizzard, gibt es einen Scheißladen, der seinen Rotz weniger im Griff hat als Blizzard? Stimmt, aber es fällt mir gerade keiner ein. Ich war im Urlaub, ich wollte Diablo spielen. Ich wusste, Diablo 4 läuft nicht auf dem Rechner, spielen wir also Diablo 3. Mhm. Fange also an, weil Jonas hatte das. Stellt sich raus, ist irgendeine Basis-Edition, die nur bis Level, keine Ahnung, 10 oder so überhaupt funktioniert. Ist ja okay. Dachte ich, okay, ich spiele einen Totenbeschwörer. Stellt sich raus, Totenbeschwörer gibt's nicht. Totenbeschwörer musst du extra kaufen. Ist geflucht. Dachte, naja, gut, was soll's, wir wollen ja sowieso irgendwann nochmal gegeneinander spielen, miteinander spielen. Kriegst du dir diesen Scheiß? Hab ich diesen Scheißdreck gekauft? Es ging genau einen Tag lang, ging's. Mit sämtlichen Erweiterungen, die ich gekauft hatte. Okay. Und plötzlich ging es nicht mehr. War auch keine Abbuchung auf dem Konto, es war nichts. War auch der Kauf nirgendwo mehr in irgendeiner Kaufhistorie zu finden. Hatte aber eine Bestellbestätigung. Habe ich dann nach einer Woche dem Support mal eine E-Mail geschrieben, von wegen, was ist denn? Antwort gekriegt, die aber genau nichts aussagt. So, ich glaube mittlerweile, die Bank, weil die Transaktion aus Polen kam, hat vielleicht das abgelehnt. Hab aber dazu auch keine Benachrichtigung und normalerweise schicken die dir ja hier von wegen irgendwie mysteriöse Dinge, sag mal, ob das okay ist. Nichts. Wir haben das einfach freigeschalten erstmal, wo du die Bestellbestätigung hattest. Haben sich aber selber wahrscheinlich nirgendwo aufgeschrieben. Ja. Oh, und dann war es plötzlich wieder weg. Also, sie wollten auch mein Geld nicht, von daher gut. Aber das ist auch was mit der Leute. Naja, gut, aber. Skurril. Ach. Und jetzt sind wir wieder zu Hause und machen Schinken. Sehr gut. Weil wir wollten ja eigentlich Weihnachtsschinken machen, das wird nun nichts mehr. Mhm. Da muss ja auch ein bisschen reifen und so. Aber wir hatten ja, wie gesagt, vor dem Urlaub Corona. Und da wollten wir jetzt eher ungern mit Nahrungsmitteln rumspielen, die andere Leute dann essen. Das muss ja nicht sein.
Andererseits, dann wird's halt drei Königsschinken oder genau das. Was auch immer danach kommt. Vier genau Königsschinken das. Oder so. Ach, ach, ach. Na gut, ich glaube, ich wäre erstmal leer erzählt, wenn du nichts mehr hast. Nö, bei mir gibt's, glaube ich, sonst nicht so viel Neues. Okay. Dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Genau. Und es war mir eine Ehre, mit dir aufzunehmen, wie immer. Ziehe den imaginären Hut. Wir sehen uns. Ciao. Bis bald.